30er am allerliebsten, leider fast immer. Und die Bomber, die Klimatisierten, die, naja, besser als nichts, aber alle anderen sind mir lieber. Und zur Rijksbrücke ist mir aufgefallen, da ist die Schnelldemonstration hinter der Brücke. Das ist noch besser sehr im Vater gehen. Selbstverständlich. Ich weiß, es gibt auch natürlich wäre eine optimale 50er und ich weiß, wir auch ein bisschen mehr gearbeitet haben, es ist hier schwer, diese Einstellung zu machen, weil die U1 dann eben schon zu einem Kasten wenigstens Richtung Reichsbürger geht. Wie gesagt, das sind aber nur Ideen, es geht darum, dass man sich hier dort verknüpft und zwar mit möglichst kurzen Umsteigezeiten. Prägenzzählung gegeben hat, die diese Bahn rechtfertigt. Das Dritte ist wahrscheinlich die Milliarden, ob ich es jetzt da in der Choralbahn versenke oder in einem S-Bahn-Ring um Wien, versenke es lieber in einem S-Bahn-Ring um Wien. Und das Nächste ist, die Strecke würde das sicher für den Kraftgüterzug und Personenverkehr, weil die S80 gibt es auch und da fahren Güterzüge, da fahren Züge nach die S80, die S80 schnell fahren. Da fahren Güterzüge drüber, da fahren sehr viele Güterzüge drüber, da fahren Züge nach Prag, da fahren Züge raus nach Bratislava und das geht sich auch aus. Und Güterzüge fahren bekanntlich in der Nacht. Das ist das Nächste. Also, und eigentlich reden wir jetzt da über ein Problem, ja, das ist das 97. Das Interessante ist ja, wie könnte ein eventueller S-Bahn-Ring anschauen? Und das ist ja die tolle Leistung, die der Herr in seiner Freizeit gemacht hat und deswegen hat er sich so viel Kritik nicht verdient. Weil wenn einem wer das Geld gibt und schade, dass trotz vor ÖBB Wien, Niederösterreich, niemand das Geld in die Hand nimmt und sagt, okay, schauen wir uns an, machen wir eine Erhebung. Ja? Dann könnte man ja weitergehen und könnte den Ring optimieren. Im Prinzip reden wir jetzt über den Ring. Und bei dem Ring gibt es einfach tolle Ansätze. Und wie dann ein Ring fertig ausschauen könnte und wie ein Lärmproblem zum Lösen ist das Nächste. Ich finde es toll, ich finde es super. Ich finde es nur eins, schaut, ein kleiner Schönheitsfehler, der zum Ausbessern wäre, ziehen Sie bitte die S-Bahn im 22. endlich über die Stadtgrenze hinaus. Die jetzige S80 ist also die einzige, die in der Stadt endet. Ja? Die einzige. Und wohnen im 22. in Aspern und die Leute, die aus dem Ortfeld kommen, die haben nichts anderes, als dass sie durch diese alten Ortskerne Essen in Aspern durchstauen. Und wenn man, das wäre auch so eine Variante, wenn man eine Fahrgasterhebung macht oder so eine Potenzialanalyse oder was auch immer, wenn man die S80 rauszieht bis Rasdorf, ja, das ist schon Niederösterreich, und dort die Leute, bevor sie nach Wien reinkommen, ja, abfahren, und die S80 kreuzt die U2, die U3, und wenn es raufzieht, bis zum Hauptbahnhof die U1. Das wäre so eine Geschichte, ein Potenzial, und nur damit es einfach in der Idee verankert und nicht darauf vergessen wird. Und eine Frage halbe, als Alternative zur Tangente, ja, für die, die aus Stockerau kommen und Wolkersdorf gehen und einfach immer und nach Leasing wollen, ja, welche Linienführung würden Sie denen Leute anbieten und sagen, fahren Sie mit der S-Bahn so durch Wien, dann braucht es nicht über die Tangente. Das habe ich Ihnen ja rausgekriegt. Zum Beispiel aus Beck. Bitte? Von welchem Abfahrtsort das gesehen? Ist wurscht, nehmen Sie zum Stockerau oder Gensendorf oder Wolkersdorf, wie sollen die, wenn Sie im Leasing arbeiten, über welche Linie, wie würden Sie da die S-Bahn führen? Ja? Okay. Das ist ja mittlerweile auch schon die direkte S-Bahn Richtung Leasing. Das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit. Wahrscheinlich müssen jetzt auch nicht so viele Leute von dieser Gegend in den Süden von Wien. Ja. Was sicher ein wichtiger Punkt ist, denke ich, ist gerade aus dem Bereich Toul und Klosterneuburg, dass die Leute wirklich umsteigen müssen, und zwar bei der ersten U-Bahn-Station, und dort halt wirklich in U4 und U6 umsteigen müssen. Und hier wäre sicher ein Vorteil, sie Richtung in die Stammstrecke einzubinden, um einfach auch die Umsteigmöglichkeit von den anderen S-Bahnen einfach zu geben, also eine Verknüpfung zwischen den einzelnen S-Bahnen, die sie eben bisher nicht wirklich gibt. Und kurz eine Sache, aber vor allem vor also Studie und so weiter, es gab einmal eine wirkliche Untersuchung, leider ist die öffentliche nicht einsichtig, also zumindest ist es mir nicht gelungen, aber es ist gemacht, dass sie von der Planung und Entwicklung regionaler Transport- und Verkehrssysteme, die haben das bewertet, 2008, bei 2006 war
Herstellers auf den Auftraggeber war die MA18 Stadtplanung. Und diese Studie hat eigentlich eines vor allem ergeben, und zwar die Auswirkung einer Verlängerung der S45 bis Prater zumindest auf das Gesamtnetz. Und zwar hat es ergeben, dass etwa 15% aller Haltestellen ganz Wien, also sowohl Straßenbahn, Bus als auch S-Bahn, mit diesem kurzen Verlängerungsstück bis zu 5 Minuten schneller erreichbar sind. Mit eben wirklich diesem kleinen Abschnitt von 2 Kilometern würde das eben eine deutliche Qualitätssteigerung für das gesamte Netz in Wien bringen. Wie sind denn die Kosten da anfallen würden? Das kann ja nicht zu viel sein, oder? Ja, es gab hier eine Schätzung mal von mir. Also die Verlängerung der S45 Fahrtrek, das wurde untersucht und das wurde von wer das genau gesagt, 60 Millionen geschätzt. Ja. Und also ein Beispiel auch dazu, also die Verlängerung von der U2 von Aspern in die Talstation im Flugfeld kommt auf ca. 260 Millionen. Ja, über 60. Über 60, ja. Also das ist eben so im Masterplan Verkehr festgehalten, ob es den tatsächlichen Kosten spricht, kann ich jetzt nicht beurteilen, ja. Aber das wurde schon untersucht. Wobei mein Lieblingsvergleich ist, sind die 4 Kilometer Nordrhein-Autobahn in Wien. Die 4 Kilometer haben 800 Millionen Euro gekostet. Eins sind auf der Aspinag-Homepage. 800. Also ganz kurz, vielleicht ganz kurz zu dem S-Bahn-Ring. Aus meiner Sicht wäre der ganz große Ring schon zu bevorzugen, weil wenn ich mir anschaue, Kaiser Eppersdorf oder Oberlat, die neuen Siedlungen, da wohnen da draußen in dem Einzugsgebiet nämlich an mehr Leute als in so manchem Innenstadtbezirk. Und der zweite Punkt ist, wenn ich da draußen eine S-Bahn anbiete, die vielleicht mit einer verlängerten U1 verknüpft ist, fange ich die Pendlerströme schon am Stadtrand an, weil ansonsten habe ich im Süden von Wien de facto außer einer möglichen U1 bis hinein zum kleineren S-Bahn-Ring wieder nichts. Das ist richtig, genau. Ja. Und da muss eines ein bisschen damit auch berücksichtigen, dass einfach die Fahrzeugbegrenzung jetzt auch für Fahrgäste so benutzen, das heißt vom Handelsgehen zum Hauptraum, dass es dann keine Alternative mehr darstellt, weil die Fahrzeit so außen und rum einfach zu lang ist im Vergleich zur direkten Innenstadtverbindung. Es wäre also keine Entlastung der U-Bahn, es wäre aber natürlich, wie Sie gesagt haben, sozusagen ein Ring, der außen schon die Pendlerströme abfängt, bevor sie ins Stadtzentrum strömen und alle die gleiche U-Bahn sozusagen benutzen. Man kann es Wien natürlich nicht so zu vergleichen mit Berlin, aber vom Verkehrsprinzip ist es schon Parallel. Und da sieht man ja auch, der S-Bahn-Ring, den es noch nicht sehr lange gibt, die Berlin wieder gibt, ist die erfolgreichste Linie der Stadt. Innerhalb von kürzester Zeit haben sie im Jahr nur diese eine Linie 400.000 Fahrgäste pro Tag. Und sind die nicht der Wahl? Und die fährt, ich war letzte Woche in Berlin, sie fährt in der Hauptverkehrszeit alle 2 bis 4 Minuten. aber wenn man sich das anschaut, das ist kein einziger Abschnitt, geht da irgendwie durch dicht belaufenes Gebiet. Es geht teilweise wirklich durch grüne Gegenden und Wälder. Hier geht es, die erfüllt nur einen Zweck, dass man einfach Umsteigemöglichkeiten hat zu all Dingen, die es sonst in der Stadt gibt. Ich möchte sagen, weil das so zum einen, finde ich, Herr Stahl, haben Sie uns eine Vision präsentiert und die in einer Art und Weise, die für eine Privatperson wirklich mit außerordentlichen Fleiß und die, finde ich, sehr, sehr gut gemacht wurde und daher großes Lob verdient und auch nicht unbedingt zu scharfe Kritik. Natürlich gibt es Punkte, die man noch ergänzen kann. Ich glaube, es ist jedem von uns klar, wenn man ein derartiges Projekt umsetzen will, dass gehobelt wird, fallen Späne, dass das auch etwas kostet. Ja? Dass diese Kosten sowohl in der Fahrzeugbeschaffung liegen, sehr wohl aber auch in der Infrastruktur. Es geht um neue Haltestellen, es geht um Adaptierung von Haltestellen, es geht um technische Sanierung bzw. Adaptierung, eventuell kurze Neubauabschnitte. Viel wichtiger ist aber zum Beispiel eine Blockverdichtung. Und auf der Schnellbahn, auf Stammstrecke, ist heute ein Blocksystem installiert, das 2 Minuten Zugabstände, fahrplanmäßig sind es 3 Minuten, installiert ist. Damit ist das Problem mit den Güterzügen am Handelskai leicht lösbar, also man braucht eine entsprechende Blockverdichtung. Darüber hinaus möchte ich noch anmerken, dass sowohl auf der Stammstrecke wie auch auf der Vorortlinie ebenfalls Güterzüge fahren, dass also keine Exklusivität besteht, lediglich natürlich in den Hauptverkehrszeiten werden Güterzüge ferngehalten. Ja? Also das heißt, das ist sicherlich nicht der Punkt.
Sicher wird auch ein solches System auch an mehreren Stellen wieder zu Engpässen kommen, das muss man entsprechend analysieren. Hier empfiehlt sich die Vorgehensweise, die man in der Schweiz immer schon gemacht hat, zuerst einen Zielfahrplan erstellen und dann zielgerichtet und ausbauen und nicht umgekehrt. Weiters, was die Idee der Überplattung betrifft, ist natürlich, haben Sie recht, das hat städteplanerisch ein sehr, sehr großes Potenzial. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie auch da nicht den gesamten Handelsgeber verbauen wollen, das ist sicher nicht sinnvoll, aber zum Beispiel im Bereich im Millennium City Rivergate, wo auf Erdgeschossniveau ohnehin keine Anrainer sind, würde das sicherlich Sinn machen auf einigen hundert Metern. Wichtig wäre natürlich eventuell noch zu ergänzen, in Form vielleicht einer Vorteile-Nachteile-Liste, beziehungsweise sozusagen die offenen Punkte, die gemacht werden müssen, also hier kommt sicher das Argument mit der Frequenzanalyse, macht absolut Sinn. Man muss grundsätzlich natürlich eine Wirtschaftlichkeitsberechnung machen, aber immer im Hinterkopf haben, alles was Infrastruktur ist, Verkehrsinfrastruktur gehört zur Daseinsvorsorge und hier muss man volkswirtschaftliche und nicht rein betriebswirtschaftliche Kriterien anlegen. Ja? Und der Punkt mit der Fahrzeitverkürzung, nämlich wunderschön, dass das, also allein das Beispiel mit der 45, finde ich, das zeigt das sehr gut, dass durch eine entsprechend dichte Vernetzung von Verkehrsmitteln, die man oft eben nur mit einer fehlenden Linie, schon eine Unzahl mehr an Knoten erzeugen kann, kann man eine große Reduktion der Umsteigepunkte und damit eine entsprechende Steigerung der durchschnittlichen, also nicht der Durchschnitt, nicht eine Steigerung, sondern eine Verringerung der durchschnittlichen Fahrzeiten, weil die ja eben vor allem auch auf Umsteigezeiten, besonders im Stadtverkehr passieren, erreichen. Ja, das ist es im Wesentlichen. Eine Anmerkung noch natürlich zum Lieber das Liniensystem kann man diskutieren. Wichtig ist, dass es grundsätzlich die Möglichkeit gäbe, diesen Ring zu machen. Einen Punkt würde ich noch ergänzen. Ein Bauwerk wäre sicher sehr wichtig, um das umzusetzen. Das ist nämlich das, was man beim Hauptbahnhof eingespart hat. Das ist die Nahverkehrsebene in Tieflage. Mit der jetzigen Hauptbahnhofplanung ist es sicherlich nicht easy, dort einen entsprechenden Takt durchzubringen. Ja. Aber das ist ein Problem, das nicht auf jeden Mist gewachsen ist, sondern das hat andere Gründe. War auch anders ursprünglich geplant. Durchbindung über die U4, mehrere Punkte. Zum einen ist das Hauptproblem weniger das Profil. Man kann natürlich das kleinste gemeinsame Profil mit entsprechend geringer Kapazität nutzen. Das Hauptproblem ist vielmehr die unterschiedlichen Bahnsteighöhen. Bei den ÖBB derzeit maximal 55 cm, die U-Bahn-Bahnstrecke, ich habe jetzt nicht den genauen Wert, aber um 1 Meter herum, plus minus. Ja. Das ist mal ein ganz massives Problem, also es gibt kein Fahrzeug, das das lösen könnte. Man bräuchte entweder unterschiedliche Türen oder komplett getrennte Bahnsteige, was aber wieder entsprechend massivste Umbauten erfordern würde bei den Bahnhöfen, vor allem im Außenbereich. Die Durchbindung über die Vorortelinie Burgersdorf, Klosterneuburg, da gab es immer wieder Ideen und teilweise auch Fachkonzepte von den ÖBB. Da ist halt die Frage, wie groß die Nachfrage jetzt wirklich für die Durchbindung ist, also auf Teilabschnitten natürlich, also von Burgersdorf zu sich, zum Beispiel das Otterkring oder sich umgekehrt. Gibt sicher Möglichkeiten. Ich glaube, das sollte man gar nicht so sehr festlegen, sondern man müsste dann sehen, wenn die Infrastruktur dafür steht, auch wenn man natürlich einen Zielfahrplan haben muss. Das Wichtigste ist die Ringlinie. Ja, und dann die Linien, die man noch partiell dazulegt, in Teilabschnitten, die dann sehr wohl natürlich ins Umweltland auch fahren sollen. Das muss man sich dann anschauen, wie das jeweils damit fahrplanmäßig sich ausgeht und auch kapazitätsmäßig Sinn macht, ja, im jeweiligen Abschnitt. Weil es gibt natürlich auf dem Ring dichter befahren Abschnitte, die eine größere Nachfrage haben werden und welche, die eine geringere haben werden. Nicht? Und deshalb ist zum Beispiel auch die Idee, dass man das durchaus teilen könnte, nicht? Also wenn im Westabschnitt ist 45 anders Käse ist dichter und dann im Süden könnte sich teilen, nicht jeder zweite Zug über Erdberg, jeder zweite Zug über Kaiserslautern. Ich meine, hier ist zum Beispiel auch noch eine andere Idee, wenn man wirklich diese Strecke von Kaiserslautern machen möchte, ohne jetzt zwei Ringe zu haben, genau das Problem mit diesen unterschiedlichen Frequenzen, ist hier ein Ring, der durchgeht, hier die Stadt umfährt und eine zusätzliche Linie auf dem Abschnitt eine vorderte Linie, eben dann aber Richtung Kaiserslautern oder eben als großer Ring rundherum, der dann wieder in Penzing mit der anderen Linie zusammenkommt. Ja. Ja, da wird es zur Durchbindung mit U4 sauber. Das ist jetzt sehr aktuell, also die Zeitungen berichten fast täglich über die Durchbindung mit zwei Systemfahrzeugen auf der U-Bahn. Wir haben derzeit von den ganzen Gemeinden dank der Westbahn und der Franzosenbahn Unterschriften gesammelt, der Unterschied, dass sie für die Zwei-System-Lösung sind. Das Problem ist gelöst, ist in Athen Realität. Das ist Athen von auf der Metrolinie 3.
alle 30 Minuten durchgehende Züge auf die Vollbahn zum Flughafen. Die werden dann von der Stadt mit Strommaschine mit 750 Volt, wechseln dann auf 25.000 Volt Oberleitung und fahren zum Flughafen weiter. In Richtung Hof gibt es auch keine Probleme. Wir haben eine geniale Lösung für Stromabnehmer. Im eingeklappten Zustand ist es nur 20 cm hoch. Dann bringe ich rein, wo eine normale Klimaanlage ist. Das Geheimnis ist von der sehr guten Lösung ist, dass er nicht auf Isolatoren sitzt, der Stromabnehmer, sondern ohne Isolatoren am Dach. Und die sehr langen Isolatoren, die 25.000 Volt, sind in Gestänge von Stromabnehmern eingebaut. Dadurch haben sie extreme niedrige Baue, sie können auch den Stromabnehmer durchgehen. Die Bahnsteige haben sie in Athen mit Fertigteilen angehört, also die Staatsbahn hat 55 cm, die U-Bahn 95 bis 1 Meter und da wird Fertigteile einfach drüber gelegt. Das ist ungeheuer billig. Und die Bahnsteige waren da bei der Athen überdimensioniert mit 300 Metern, mit 100 Meter angehoben für die Metrozüge und der Rest hat man entlassen für die Staatsbahnzüge. Nur was sehr, sehr interessant ist, die Metro fährt alle 30 Minuten raus mit 6 Wagenzug, ist so voll, dass die Leute stehen müssen. Parallel für den kürzeren Intervall die Staatsbahn, da muss man allerdings umsteigen ins Zentrum alle 15 Minuten und die Züge sind fast leer. Ein, zwei Fahrgäste sind oft drinnen, eine gähnende Leere überhaupt nicht mehr drinnen. Die Leute bevorzugt eindeutig ein größeres Intervall, das sie nicht umsteigen müssen. Im Umsteigen können sie auch keine Fahrgäste fahren. In Athen. Die Athen weiterfahren bei uns. Und die U-Bahn in Athen und Wien ist fast gleich.